Frenkel frotzelt. Heute. Let's play together Diablo 3. Featuring Mone. Wir gehen da hinten weiter, ne? Ja. Muss halt auch irgendwann mal nochmal arbeiten, irgendwann, ne? Das hier ist Arbeit. Ja. Ja, es ist nur doof, weil wenn wir nämlich jetzt abbrechen, dann ist es wahrscheinlich wie in Diablo 2 und wir müssen das alles nochmal spielen. Wir müssten also uns zumindest bis zum nächsten Wegpunkt durchschlagen oder Speicherpunkt. Ja. Verstehst? Verstehe. Ihr Inventar ist begrenzt. Ja, ich schmeiß mal kurz was weg. Warte mal bitte. Ich bin zu voll. Mit Kram. Ich habe hier einen hochwertigen Streitkolben. Ja, Moment, ich habe jetzt hier auch irgendwie wieder was. Das geht ja alles nicht so schnell. Das sind magisch. Okay, die blauen Sachen sind magisch. Was hast du? Was, wie, wo? Einen hochwertigen Streitkolben 7,2. Willst du den? Ja, ich nehme einfach mal alles an mich. Okay, das schlechter. Alles schlechter. Alles schlechter. Ah. Und Axt tue ich auch mal weg. So. Ah, okay. Da geht's jetzt wieder durch ein Tor. Zu Leoriks Korridor. Haben wir alles hier oben schon abgesucht? Ich glaube ja. Oh, da ist noch mehr. Eine Handaxt. Ja, das habe ich alles dahingeschmissen, weil es Pillepalle ist. Du rennst natürlich gleich wieder hin. Ja, und ich habe es auch sofort aufgesammelt, weil ich konnte es verkaufen. Haben wir hier oben alles abgegrast schon, ne? Ich denke ja. Ach, da hinten ist eine Tür, ne? Nee, warte mal, da oben waren wir noch nicht. Komm mal mit. Da ist eine Tür, aber wir waren da. Da gehen wir nicht hin. Komm mal mit, bitte. Da waren wir noch nicht, da hinten an der einen Stelle. Glaube ich. Und man sollte ja schon alles versuchen einzutüten. Okay, da kommt man nicht drüber offensichtlich, oder? Doch, da kommt man hoch. Ha, ich habe was gefunden. Monster. Hä? Durch da die Holztür? Nee, da noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Die Holztür machen wir da noch danach. Ein Schreiberpult. Bla, Schriftrolle. Mein Name ist Lachdanan. Ja, das wollen wir alles nicht wissen. Wir haben hier ein Action-Rollenspiel, da wollen wir nicht so viel lesen, ne? Oder? Oh! Du bist dafür zuständig. Also mit Betäuben ist schon sehr nützlich. Gut, ne? Wie ich die lahm mache. Nein, das hab doch ich gemacht. Ich hab die auch, mach die auch lahm. Oh, Stufe 5. Angeber. Aktive Fertigkeit freigeschaltet, zerfleischen! Okay, das Inventar ist begrenzt, das habe ich jetzt auch. Die Fertigkeiten, was haben wir denn da jetzt? Ah, sekundär, da haben wir was Neues. Kosten 20 Wut. Was macht denn das hier überhaupt? Ist auch 20 Wut. Was macht denn das für einen Unterschied? Naja, wenn es eine neue Fertigkeit ist, dann wird es schon eine bessere sein, oder? Ja, aktivier es. Hopp. Jetzt machen wir keinen so einen Stress. Spalten, zerfleischen, aufstampfen. Okay. Wo bist du? Ach. Hast mal wieder was entdeckt. Ich mache einen kaputt. Da ist noch ein toter Abenteurer. Und ein toter Doofbewohner. Mehr ist hier nicht. So, dann gehen wir jetzt noch durch die Holztür. Chaka. Ja, macht schon Spaß bis jetzt, ne? Ja. Muss man schon sagen. Also ein Speicherpunkt käme mir jetzt schon gelegen. Moment. Ja, kann man da noch hoch? Ja, da müssen wir auch noch hoch. Da waren wir auch noch nicht. Ach du Schande. Halligalli, Drecksau-Party.
gleich mal meine Falle ausgelöst. Nicht genug. Oh, ich hab einen Totenkopf. Blödes Ding. Na, betäuben und dann killen. Das weiß aber schon wegen. Hast du schon mal einen Heiltrank gebraucht? Nö. Ich habe schon mal einen verwendet, also das geht mit Q, nur zur Info. Es mit war Kuh? Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Ja. So, raus, das Zeug will ich nicht hören. Das hält mich zu sehr auf. So, ich glaube, jetzt waren wir hier überall. Ja, ist ein Wurfspieß. Den will ich aber, glaube ich, nicht. Ich muss mal kurz in mein Inventar gucken. Besserer Gürtel. Oh, ich habe einen Dolch. Ich fasse es nicht, der ist besser als meine Axt. Das ist ja peinlich. Das ist ja mal peinlich. Handschuhe sind auch besser. Na, nehmen wir mal den. Das ist tatsächlich auch noch besser hier. Wahnsinn. So, mein Inventar ist jetzt auch so langsam vor dem Brechen. Ja, deswegen. Ja, das ist das Problem. Wie ist es denn jetzt? Wie kommen wir jetzt zurück zum Beispiel? Wenn wir jetzt zurück wollten. Ja, müssten wir an den Eingang wieder, oder? Das ist eben die Frage, ob man das nicht irgendwie anders auch lösen kann. Also es gab ja diese Spruchrollen, die Stadtportal-Spruchrollen beim zweiten Teil. Wie das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Es hat aber auch keinen Sinn, wenn ihr mir das jetzt drunter schreibt, liebe Leute, ja? Weil bis wir das dann sehen, sind wir schon längst viel weiter. Wir spielen nicht nur jeden Tag nur eine Viertelstunde, nein. Nein. So, wir müssen jetzt irgendwie da wieder lang, ne? Du bist doch unser Navi. Na dann herzlichen Glückwunsch. Dann werden wir wohl da niemals durchfinden. Ja, das fürchte ich auch. So, und da hinten war jetzt noch eine Tür. Loser Stein? Was? Wo? Lose Steine muss man anklicken. Ja, ich hab einen Heiltrank. Geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Doch, weitergehen. Für mich liegen da noch 14 Gold. Mhm. Weil ich den Stein nicht gesehen habe und jetzt habe ich ihn gesehen und dann gibt es da 14 Gold. Dann hat es aber für dich auch 14 Gold gegeben, wahrscheinlich. Gell? Ich hab genug Geld. So. Da war doch irgendwo noch ein Tor. Jop. So. Ist bestimmt ein Endgegner drin. Und wir werden kläglich scheitern. Ereignis, der eingestürzte Gang. Was heißt das jetzt hier? Was? Erste Gruppe wird... Ach so, du bist schon rein? Oder was? Ich wüsste nicht. Was soll das jetzt bedeuten hier? Ach so, erste Gruppe wird hierher teleportiert, sobald alle angenommen haben. Also gut, da müssen wir jetzt annehmen. Oh weia. Oh Gott. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen bringt mir seine Knochen. Ich sehe schon. Da müssen wir helfen, wa? Ich auch. Mehr Wut. Ich werde euch beschützen! Verschwindet, ihr Monster! So, Skelette! Alles nur Kanonenfutter! Ja, schön lahmarschig ist er durch meine Falle. Ach, das ist ja der Chef. So, dann betäuben wir den mal. Und dann Juhu! Machen wir ihn tot. Alter, voll ausgecheckt. So, jetzt muss ich aber hier ein paar Gegenstände wegwerfen, weil mein Inventar voll ist.
Verstehst? Ja. Den haben wir jetzt aber mal schon eingeheizt, ne? Ich geh jetzt mal nicht zum Michael Caine, das machst du dann, ne? Zum Michael Caine, ja, genau. Also, jetzt schmeiß ich hier mal ein bisschen Gelumpe weg. Verkaufswert, sollte man da drauf schauen? Vielleicht schon, ne? Aber das ist ja eh alles total billig. Das soll ich alles verkaufen? Oh, so eine magische Axt, willst du die? Ich habe schon hier eine magische Axt, aber die ist schlechter als die Waffen, die ich habe. Wie stark ist die denn? Meine ist 7,1. Die ist 6,5. Und damit, ich habe eine 8,4 und eine 12,0. Ach so, ja gut. Das ist indiskutabel. Ja, ja, so, ja. Jetzt müssen wir zum Deckard tappern, oder? Ja. Oder müssen wir noch irgendwie was durchsuchen? Ja, ja, ich dachte... Wie, was? Den lassen wir hier? Nee, ich laber den jetzt mal an. Hallo! Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Ich bedarf eures Wissens, Deckard Caine. Leah wird froh sein, dass ihr am Leben seid. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Leah wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Schön. Und da müssen wir jetzt raus, oder wie? Wahrscheinlich, ne? Ja. Warte mal, mein Inventar blinkt. Warum blinkt es? Weil du Zeug drin hast. Ja, ja, ich habe viel Zeug da drin. Komisch. Naja. Also raus in den Garten! Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Aha. Folgt mir nach Tristram. Das ist ja ein lustiger Juhu! Zufall. So. Neu Tristram. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Ich habe meinen Schwur gegenüber Leah gehalten und Caine gerettet. Nur der Skelettkönig steht noch zwischen mir und dem Geheimnis um den gefallenen Stern. Seine Rückkehr wirft erneut einen Schatten auf Tristram. Wo rennst du denn hin? Zum Gasthaus, ich will meine Sachen loswerden. Oder soll ich draußen bleiben? Hier. Wir müssen leider draußen bleiben. Nee, das heißt, aber wir müssen ja mit der Leah da labern, ne? Naja gut, vertickern können wir das Zeug ja schon mal. Ach, wie ihr sehen könnt, gehen die Geschäfte miserabel. Es muss wirklich das Ende aller Tage gekommen sein, wenn die Leute noch nicht mal mehr... Das wäre doch ein guter Zeitpunkt zu speichern, oder? Jetzt verstehe ich das erst. Okay, wenn ich die Sachen reparieren lassen will, dann muss ich die erst da reinlegen. Sonst das werde ich nicht tun. Warum macht er das nicht? Warum wirfst du das weg? Frag mich nicht. Warum wirfst du das weg? Warum wirfst du das weg? Lass mich nicht fragen. Ach, wie ihr sehen könnt, gehen die Geschäfte miserabel. Es muss wirklich das Ende aller Tage gekommen sein, wenn die Leute noch nicht mal mehr ihre Sorgen im Alkohol ertränken wollen. Du brauchst keine magische Axt oder sowas, ne? Nein, ich brauch sowas gar nicht. Ja, ich dachte, hätte ja sein können. Das Zeug ist alles schlechter als das, was wo ich habe. Muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht versehentlich was verkauft, was man noch gebrauchen könnte. Ja, ja. Zum Beispiel den hochwertigen Gürtel hier, der ist besser. Was heißt besser? Ich habe noch gar keinen an, ich Idiot. Doch. Doch, ich hatte einen an. Also eine magische Axt wird sie auf jeden Fall auch nicht. Nö, nicht, wenn sie nicht super doll ist. Wie gesagt, ich habe 12... Gürtel habe ich, mit 6. Habe ich einen 8er, das passt schon so. Boah, du Schwein. Nein, Barbar. Schwein. Ich bin fertig. Ich nicht. Ich glaube, hier machen wir einen Cliffhanger. Jetzt wird's doch spannend, wie es weitergeht, ne? Juhu! Deswegen steigen wir jetzt mal aus. Jawohl. Bis morgen. Tschüss.